Ja, hallo. Heute ist der 5. September. Heute fahre ich mit meinem Bruder in ein Dorf. Er hat dort was zu tun wegen der Arbeit und ich fahre mit. Unterwegs möchte ich Ihnen was zeigen. Bleiben Sie bitte dran. Ich zeige Ihnen, was los ist. Heute ist ein schönes Wetter. Die Sonne scheint nicht, aber trotzdem ist es draußen warm. Hoffentlich Ihnen geht's gut. Und wir sind voll eingepackt, alle Sachen mitgenommen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie es weitergeht. So sieht das aus hier in der Umgebung. Später, wenn die Sonne scheint, dann mache ich einen Spaziergang hier. Ja, endlich sind wir vor Ort. Ja, wir sind etwa 5 Stunden mit dem Bruder gefahren. Zuerst 4 Stunden von Krasnojarsk nach Kansk. Das ist so eine mittelgroße Stadt. Und dann mussten wir abbiegen und zu einem Dorf gefahren. Jetzt bleiben wir hier übernachten und morgen gibt es hier viel Arbeit, viel zu tun. Und bei Tageslicht will ich mein Video fortsetzen, also bleiben Sie bitte dran. Die Fortsetzung folgt. Bis später. Guten Morgen, heute ist der 6. September. Wir sind gestern mit dem Bruder in ein Dorf angekommen. Hier hat er die Arbeit mit dem Sendemast, muss hier was erledigen. Ich helfe ihm dabei. Und ja. In der Nacht hat es sehr stark geregnet. Jetzt gibt es keinen Regen mehr zum Glück. Jetzt können wir weiterarbeiten. Und ja, es gibt heute viel zu tun. Wir müssen das bis Nachmittag schaffen. Die Autofahrt bis hierher hat etwa 6 Stunden gedauert. Also ziemlich weit liegt das Dorf, wo wir momentan sind. Aber das Dorf ist verlassen. Hier stehen nur ein paar Häuser und nichts los. Also ein abgelegenes Dorf, aber hier in der Umgebung gibt es viele so kleine Dörfer und sie alle brauchen Mobilfunk und deswegen muss man hier diesen Sendemast mit dem Strom versorgen. Ja, und mein Bruder ist für die Stromversorgung zuständig. Ja, so sieht es aus hier. Sehr ruhig, die Luft ist sauber, also ziemlich angenehm ist hier. Also danke fürs Anschauen. Bis später. Jetzt möchte ich was kochen, zubereiten. Eier auf der Pfanne. Endlich habe ich mich gesättigt. Es geht mir jetzt viel besser. Wir waren heute den ganzen Tag beschäftigt, hier in einem kleinen Dorf. Das Dorf ist so klein. Ich sehe selten solche kleinen Dörfer. Hier leben wahrscheinlich 50 Menschen oder also weniger als 100 Menschen leben hier. So sieht es aus, ja. Und bis heute gab es hier fast keinen Mobilfunk oder sehr schwach und denke mal gar kein Internet, keine Mobil-Internet-Verbindung sieht so aus. Und bald muss das geändert werden. Vor kurzem wurde hier ein Sendemast aufgestellt und mein Bruder ist für die Stromversorgung zuständig. Ich habe ihm heute dabei geholfen. Also er leitet die Arbeit und ich helfe mit. Aber leider ist der Kabel zu Ende. Wir brauchen noch etwa 200 Meter Kabel.
und müssen jetzt in ein anderes Dorf zu fahren, um den Rest zu besorgen, dann zurück die Sache hinzukriegen und dann können wir zurück nach Krasnojarsk fahren. Also die Autofahrt dauert etwa 4 Stunden, ja. Dieses kleine Dorf, wo wir momentan sind, liegt neben der Stadt Kansk. Wahrscheinlich haben Sie von dieser Stadt schon auch gehört. Die Stadt Kansk, ja, liegt an der Transsibirischen Eisenbahn. Es gibt Bahnhof auch, ja. So, ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz dieses Dorf, wo wir sind. Jetzt möchte ich Ihnen ein nettes Häuschen zeigen, das hier auf der Straße steht. Das Dorf besteht nur aus wenigen Häusern, einige stehen noch um die Ecke und dieses steht hier alleine herum und wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Dörfer, weitere Häuser, abgelegen ein bisschen. Ja, so schön ist die Natur hier. Man kann hier in aller Ruhe außerhalb der Stadt leben. Ja, hier gibt es fast kein Lebensmittelgeschäft, scheint mir so. Das Dorf ist von großen Hügeln umgeben. Sieht schön aus. Ja, da weiter sehe ich weitere Holzhäuser der Dorfeinwohner. Da in der Ferne können Sie den Sendemast sehen. Die Antennen werden dort jetzt angebracht von einer anderen Firma. Ja, nettes Dörfchen, aber leben würde ich hier kaum. Ja, da weiter können Sie die anderen Häuser sehen. Viele sehen verlassen aus. Ja, hallo, guten Morgen. Heute ist der 6. September. Endlich sind wir mit dem Bruder mit der Arbeit fertig. Gestern konnten wir nur einen neuen Kabel mitbringen und draußen war es schon zu spät. Also wir mussten wieder im Auto übernachten. Und heute Morgen konnten wir die Arbeit endlich hinkriegen. Ja, draußen ist heute Morgen früh angenehm. Frisch, die Sonne scheint wieder, obwohl es in der Nacht plus 5 war, also spät abends und in der Nacht wird es fast 0 Grad, aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, wird es wieder warm. Also so ist die Geschichte, meine Arbeit mit dem Bruder. Ich konnte ihm bei der
Kabelverlegung für einen Mast helfen und bin voll zufrieden. Das war für mich eine neue Erfahrung. Und wir fahren bald etwa in 10 Minuten nach Krasnojarsk zurück. Die Autofahrt wird etwa 4 Stunden dauern. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Heute ist schon der 8. September. Gestern bin ich von der Dienstreise mit meinem Bruder zur Dacia zurückgekehrt. Ich lebe auf der Dacia. Mein Bruder lebt in Krasnojarsk. Ich musste nach Hause sozusagen zurück alleine mit einem Nahverkehrszug kommen. Jetzt halte ich mich hier auf der Dacia auf und genieße die Ruhe. Leider muss ich jetzt feststellen, der Herbst ist jetzt tatsächlich eingekehrt. Draußen ist kühler geworden, man muss sich warm anziehen. Ja, kein Problem. Zum Glück ist im Hause warm. Es gibt die Heizung. Man kann auch mit Brennholz heizen oder es gibt so Zentralheizung, kann man sagen. Mein Bruder hat eine Heizanlage draußen, ja, in einem Raum und die Röhre sind im Haus angebracht, also kein Problem. Hier kann man sogar im Winter leben. Ich bleibe hier auf der Dacia noch etwa einen Monat lang und werde weitere Videos hier auf der Dacia drehen. Heute herrscht hier die richtige Ruhe. Die Nachbarschaft ist weg. Mein Bruder Ivan bekommt oft solche Aufträge, die mit dem Sendemast zu tun haben. Und das bedeutet, ich werde jetzt öfters mit ihm zu verschiedenen Dörfern mitfahren. Ja, ich helfe ihm dabei. Er leitet die Arbeit, weil er sich darin gut auskennt. Und ich helfe ihm so nach Möglichkeit. Und ja, das macht Spaß. Ja, die Arbeit ist manchmal anstrengend, aber macht nichts. Das ist für mich auch eine neue und interessante Erfahrung. Ich mache das gerne. Und ja, hier können Sie im Hintergrund die Nachbarschaft sehen. Heute ist Freitag. Ich denke, die Nachbarn kommen heute zu Dacia, obwohl das Wetter dazu leider nicht mitspielt. Gestern habe ich die Banya angeheizt. Die Banya ist sehr gut für die Gesundheit, sehr empfehlenswert, wenn Sie die Möglichkeit finden, die russische Banya zu erleben, wenn Sie das noch nie im Leben gemacht haben, also ein Geheimtipp von mir. Jetzt, also die Banya mache ich hier alle 2-3 Tage. Macht Spaß und ist gut, um die Muskeln zu entspannen und sich vom Stress zu erholen. Also man liebt die Banya in Russland sehr stark. Und also soweit ist von mir. Im Hintergrund können Sie das Grundstück hier sehen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für den Einsatz. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.